Hallo, wir sind's wieder, die zwei Löfflers. Hallo. Ja, wir sind noch in Mainz. Warum sind wir noch in Mainz? Unser Auspuff ist noch nicht geliefert worden. Nee. Wir haben noch keinen Termin für den Auspuff eingebaut zu bekommen. Das habt ihr ja mitbekommen in unserem letzten Video. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir tun die Zeit hier mal überbrücken und stellen euch mal ein paar Plätze vor in Mainz, wo man mit dem Wohnmobil mal für Nacht oder zwei Nächte übernachten kann. Genau, ja. Wir stehen also hier am Kaisertor, das ist das Ende der Kaiserstraße. Die Kaiserstraße ist die Grenzlinie quasi zwischen der Innenstadt und der Neustadt. Und wir zeigen euch jetzt mal, wo wir uns gerne einen Wohnmobilstellplatz gewünscht hätten. Ja, aber das hat sich nicht erfüllt. Also die Stadt Mainz betreibt keinen Stellplatz. Nein. Es gibt nur einen, der ist aber privat geführt. Den zeigen wir euch auch noch später. Ja. Aber hier wäre aus unserer Sicht halt ein wunderschöner Platz, wo man ganz nah an der Altstadt steht. Wäre auch Fläche dazu da. Und ja, wenn wir die Stadt wären, würden wir, glaube ich, hier gerne Stellplatz haben. Ja, auf jeden Fall, weil man steht hier wunderschön direkt am Rhein und hat eine ganz, ganz kurze Laufnähe in die Mainzer Innenstadt und auch in die Mainzer Altstadt. Ja, ja. Momentan ist hier ein bisschen Baustelle am Rhein. Da verschönern sie noch die Uferpromenade. Ihr seht hier im Hintergrund die Theodor-Heuss-Brücke, die Wiesbaden und Mainz verbindet. Und auf der anderen Rheinseite gibt es die drei Vororte. Jetzt haltet euch fest, die heißen Mainz-Kastell, Mainz-Kostheim und Mainz-Amöneburg. Warum heißen die so? Die waren bis vor dem Krieg, beziehungsweise bis kurz nach dem Krieg, waren sie Stadtteile von Mainz. Und dann haben die Amerikaner, die ja auf der hessischen Seite ihr Domizil bezogen haben, einfach die Grenze neu gezogen, die Landesgrenze auch neu gezogen. Und die französischen Besatzer konnten dagegen nichts machen, die waren also in Mainz. Und von daher sind diese drei Vororte heute hessisch Gebiet, Wiesbadener Stadtteile, aber auf den Schildern steht immer noch Mainz-Kastell, Mainz-Kostheim und Mainz-Amöneburg. Und ja, wir zeigen euch gleich noch den offiziellen Stellplatz und anschließend noch zwei, drei kleinere Plätze, wo man auch mal umsonst stehen kann mit dem Wohnmobil, wo man auch relativ gut steht. Das sind so Geheimtipps eigentlich, wo vielleicht mal für zwei, drei Wohnmobile Platz ist und auch für ein oder zwei Nächte. Allerdings alles ohne Versorgung. Ohne Ver- und Entsorgung und man sollten vielleicht auch nur wenige dort stehen, weil zeigen wir euch dann im Anschluss an den offiziellen Stellplatz. Und jetzt fahren wir zum Stellplatz von der Stadt Mainz am Bruchwegstadion. Genau. Hier seht ihr den einzigsten Mainzer Stellplatz von oben. Der Stellplatz ist recht ruhig gelegen. Im hinteren Bereich befinden sich überhaupt keine Straßen. Vorne nur der Dr. Martin Luther King Weg. Während wir jetzt langsam nach links schwenken, seht ihr den großen Parkplatz des Bruchwegstadions, das sich direkt daneben befindet. Und am linken Bildrand Einkaufsmöglichkeiten, Edeka, Aldi und ein paar kleine Geschäfte. Sollte dieser große Stellplatz einmal voll belegt sein, kann man durchaus auch hier links nebendran umsonst parken, obwohl es wahrscheinlich nicht gern gesehen wird. Ich stehe jetzt hier vor dem Wohnmobilstellplatz Mainz und ja, kommt dann halt mal mit. Hier ist der Einfahrtsbereich. Der Stellplatz kostet 12 Euro pro Übernachtung und 70 Cent die Kilowattstunde Strom. Hier ist die Fähr- und Entsorgung Aquastar. Und hier kann man seine Toilettenkassette entleeren. Und hier nochmal ein Einlass fürs Abwasser. Auf der anderen Seite hinter mir die Anmeldung. Hier hat man einiges Informationsmaterial, zum Beispiel die Busfahrpläne. Die Bushaltestelle ist direkt hier vor der Tür und fährt dann auch in die Innenstadt, zum Beispiel zum Dom, ganz regelmäßig. Informationen, wo man Gasflaschen tauschen kann, Taxi und so weiter. Stadtplan natürlich, es ist alles vorhanden. WLAN gibt es auch. Parkplätze für Fahrzeuge ab einer Länge von 8 Meter, also auch mit größeren Fahrzeugen kann man hier sehr gut parken. Drei Tagesparkplätze, steht da auf dem Schild, was die kosten.
3 Stunden 3 Euro, 6 Stunden 5 Euro. Kann man auch an der Anmeldung bezahlen, indem man Geld in einen Briefumschlag tut und an der Anmeldung deponiert. Auf der anderen Straßenseite mehrere Einkaufsmöglichkeiten, 2 Supermärkte, einmal der Aldi und der Edeka, ein Bäcker, ein Bankautomat, ein Lottogeschäft, dann ist dort ein Eiscafé, ein Bar, Bistro, Kaffee und auch eine Apotheke. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Geheimtipp. Er befindet sich direkt am Bootshafen bzw. an der Eisenbahnbrücke, direkt an der Mainzer Altstadt gelegen. Am Victor Hugo Ufer, jetzt stehen hier leider diese Container, warum auch immer, aber hier sind so 6-7 Parkplätze, auch für Wohnmobile geeignet. Man ist hier direkt am Rhein, hinter mir sieht man den Weg und an dem Weg entlang kann man dann schön in die Altstadt laufen. Die ist dort, da hinten, ist nicht so weit. Und es gibt hier ein ganz gutes Restaurant, das Bootshaus, ganz in der Nähe hier, gerade eine Minute zu laufen hier vorne. Hier hat man einen sehr schönen Blick auf den Rhein. Das Victor Hugo Ufer. Jetzt geht's zur nächsten Möglichkeit zum Stehen mit dem Wohnmobil und zwar an den Volkspark. 3 überlange Parkplätze, geeignet für Wohnmobile. Hier stehen auch manchmal Wohnmobile. Hier ist zwar ein Schild, Parkplatz nur Pkw und Bus, aber da hält sich eigentlich niemand dran. Das Ganze ist auch sehr abgelegen und ihr könnt hier über diesen Weg dann innerhalb von 10 bis 15 Minuten in der Mainzer Altstadt sein, insbesondere am Römerschiffmuseum. Und hier seht ihr nochmal diesen Weg von oben. Man läuft zuerst oder man fährt mit dem Fahrrad, beides ist möglich, durch den Volkspark. Dann geht es über eine kleine Brücke direkt in den Mainzer Stadtpark und wenn man dann dort am Weiher mit den Flamingos vorbeigekommen ist, dann befindet man sich schon noch direkt im Bereich der Altstadt. Nochmal ein Schwenk zurück. Ihr seht den wunderschönen Park und auch, dass es wirklich nicht weit ist. Sollten die eben gezeigten 3 Parkplätze belegt sein, dann habt ihr ca. 200 Meter weiter eine weitere Parkmöglichkeit direkt am Fluss. Hier gibt es auch immer wieder Parkmöglichkeiten, wo auch manchmal Wohnmobile stehen. Das ist ungefähr 200 Meter weg von dem Platz, den wir euch eben gezeigt haben an der Jugendherberge. Hier zum Beispiel ist auch noch ziemlich viel Platz. So ihr Lieben, das war's jetzt. Wir haben euch ein paar Plätze in Mainz vorgestellt und Umgebung. Und jetzt sind wir momentan in Ginsheim, das ist auf der anderen Rheinseite, direkt über die Weisenauer Brücke, also über die A60. Und dann rechts abfahren, da ist auch ein kleiner Platz, da steht man auch wunderbar. Heute ist Ostermontag, da sind sehr, sehr viele Pkw natürlich da. Aber normalerweise ist es nicht so voll. Ja. Ne? Wir haben hier auch schon wirklich nur Wohnmobile stehen sehen, so 2, 3 stehen hier öfter mal. Und man steht sehr, sehr schön ruhig und kann sich auch noch diese Schiffsmühle hinter uns angucken. Also heute ist sie offen. Ich weiß nicht genau, müssen wir mal im Internet gucken, wann die immer zur Besichtigung sind. Sehr empfehlenswert, die Schiffsmühle. Von denen gab es früher ganz viele auf dem Rhein. Ja. Und das ist noch ein Original erhalten, restauriert von einem e.V., glaube ich. Wir waren auch schon mal vor einiger Zeit drin gewesen. Also sehr empfehlenswert. Ja. Und in Ginsheim einfach der Beschilderung Schiffsmühle folgen und dann kommt ihr auch schon auf den großen Parkplatz, den wir euch eben gerade gezeigt haben. Ganz toll kann man hier auch Fahrrad fahren. Hier sind überall Fahrradwege am Rhein entlang, in beide Richtungen, also Richtung Süden und Norden. Man könnte auch nach Mainz mit dem Fahrrad fahren. Ja genau, über die Weisenauer Brücke, die ist da vorne, vielleicht kannst du gerade mal zeigen. Die ist nicht weit von hier. Über diese Brücke, da geht auch ein Fahrradweg drüber und dann ist man schon 5 Kilometer später in der Mainzer Innenstadt, also nicht allzu weit weg. Und dann möchte ich noch erzählen, was man in Mainz so machen sollte. Also zu einem Besuch gehört auf jeden Fall Besuch des Doms, den muss man sich angeschaut haben. Der Marktplatz davor ist sehr schön, da ist immer Wochenmarkt, samstags und auch dienstags und freitags. Absolut sehenswert auch, das ist ein buntes Treiben, da kann man sich mal eine Fleischwurst holen, eine Mainzer Fleischwurst und einen Schoppet dazu trinken. Weg, wascht und beug. Dann sollten wir noch eins der Mainzer Weinhäuser mal besuchen. Ja, unbedingt. Da schreibe ich euch mal in die Beschreibung unten so eine kleine Auswahl von Mainzer Weinhäusern.
Also es ist auch immer so ganz gesellig da. Da ist es auch ganz normal, dass man sich zu anderen an den Tisch setzt und mit denen dann babbelt. Ja, Die, du ja, guckst ja, so. das ist die Mainzer Gastfreundlichkeit. Ja, das ist schon besonders, glaube ich, dass man sich zu anderen einfach dazusetzt, auch wenn man die nicht kennt. Genau. Genau. Und dann das Gutenberg-Museum. Ja, Johannes Gutenberg ist ja in Mainz geboren. Da gibt es ein Museum mit einem Nachbau der Druckerwerkstatt. Das sollte man Ja, sich das kann auch man sich anschauen. anschauen. Das ist auch ganz nah direkt Was ich neben dem auch toll Dom. finde, das ist direkt am Winterhafen, wo wir euch den anderen Platz gezeigt haben. Da ist das, es hieß mal Römerschiffmuseum. Museum für Antike Schifffahrt. Ja. Das ist aber zurzeit im Umbau und 2024, glaube ich, ist wieder offen. Ja, aber das ist auch absolut empfehlenswert. Das Ja. sind Original-Römerschiffe von den Römern, die sie hier aus dem Erdreich gebuddelt haben. Die sind da zu sehen und auch Nachbauten. Ja. Ansonsten, was gibt es noch an Museen in Mainz? Es gibt noch einige andere, Ja. Naturhistorisches Museum und Ja, ich also weiß gar nicht mehr, was Mainz als noch. Landeshauptstadt hat Hat natürlich natürlich auch noch einiges zu andere. bieten. Ja, das ist Und auch klar. noch ansonsten ganz viele Restaurants und Cafés. Und was man auch sich anschauen sollte, ist die Altstadt um die Augustinerstraße und den Kirschgarten herum. Ja. Ja. Denn da wackelte Dom. An Fasnacht wackelt dann der Dom. Ja. Aber wir sind keine Fasnachter, aber Nur ein trotzdem bisschen ein manchmal. bisschen, ja. Ja. Okay, das war's. Jetzt ist es bei uns bald wieder an der Zeit zum Reisen. In Ja. 1, 2, 3 Wochen wird es losgehen. Und dann seid mal gespannt, wo es bei uns dann hingeht. Und bis dahin sagen wir dann mal Tschüss, die Tschüss. zwei Löfflers. Tschüss, zwei Löffler.